Wir haben nicht viel Zeit, deswegen will ich euch ganz schnell sagen, worum es geht. Ich mache hier Drechselkurse und bald müssen die wieder anfangen, weil jetzt ist meine Absauganlage angekommen, die ich euch gleich einmal kurz zeigen werde. Und das war die ganze Zeit mit ein Grund, warum ich keine Drechselkurse machen konnte, weil die Absauganlage noch gefehlt hat, die nötige Leistung hat, um die einzelnen Kursdrechselbänke absaugen zu können. Was fehlt noch? Es fehlt eine Küche, weil sonst sieht das voll Ghetto aus, wenn ich die Kursteilnehmer kommen lasse und ich habe keine Küche, außer eine USB-Platte, wo eine Mikrowelle draufsteht. Deswegen werden wir in diesem Video eine Küche bauen. Diesen Ecken habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da wird bald eine Rohrleitung hingelegt für die Drechselbänke. Ich bin richtig gespannt. Und jetzt zeige ich euch mal die Absauganlage. Moment. Das ist hier dieses ganz geile Teil. Die ist richtig groß, die kann richtig viel. Das ist ein Traum von Maschine. Und ihr glaubt gar nicht, was die alles für Features hat. Die kann man nicht nur ein- und ausmachen. Die hat ein paar weitere Features, wo vielleicht einige noch gar nicht wissen, dass es sowas bei Absauganlagen gibt. Wobei das hier ist keine reine Absauganlage. Das hier schimpft sich Entstauber. Grobzuschnitt. Boah, Alter, das wird sauknapp. Scheiße. Die ist ja gebrochen, stimmt. Der Grobzuschnitt ist so zum Teil erledigt. Ich weiß noch nicht genau, ob dieses Material reicht, weil ich hatte noch ein paar Reststücke und zum einen war die eine Platte von meinem vergangenen Malheur etwas defekt. Ich habe hier einen Schnittplan mit allen Teilen, die ich jetzt zuschneiden muss. Ich werde mal schauen, ob das Material, was ich jetzt hier liegen habe, dafür auch ausreicht. Legen wir mal los. Das hier sind mal einige Teile geworden. Das ist im Prinzip der komplette Korpus von der Küche, ausgenommen von den Massivholzteilen. Darüber hinaus haben wir aber auch direkt unsere Schubladen, die wir dann gleich auch mal fertig machen können. Ich habe eine neue Maschine, die werde ich euch gleich zeigen. Bevor ich euch den neuen Kantenanleimer aber zeigen werde, gibt es noch ein paar Informationen zu Readly. Denn das ist der Kooperationspartner von dem heutigen Video und ist die digitale Plattform für Zeitschriften und Zeitungen. Als Abonnent hast du Zugang zu mehr als 7000 Magazinen und somit ist Readly quasi das Spotify für deine Leselieblingstitel. Readly ist zeitsparend, weil du kein ganzes Buch durchlesen musst. So kannst du zum Beispiel bei verschiedenen Projekten einfach ein Lesezeichen setzen und später, wenn du das Ganze wieder brauchst, direkt an die Stelle wieder zurückspringen, wo die ganzen Informationen enthalten waren und du dir dann das Ganze nochmal genau anschauen kannst. Wir können darüber hinaus die Leseoberfläche aber noch weiter anpassen und so können wir zum Beispiel jetzt einfach hier auf die einzelne Seitenansicht springen und können, wenn wir das Ganze zum Beispiel abends im Bett lesen, das Ganze jetzt vom dunklen Zustand auch ändern. Das ist jetzt schon der dunkle Zustand. Wenn wir das zum Beispiel morgens nutzen, dann können wir das hier auch vielleicht abends nutzen und können auch die Schriftgröße so anpassen, wie wir das Ganze halt eben haben möchten und können jetzt auch von Seite zu Seite blättern und haben eine wunderschöne Übersicht. Ihr also, meine Zuschauer, könnt Readly im November für 99 Cent im ersten Monat ausprobieren. Danach kostet das Ganze 14,99 Euro, kann allerdings monatlich gekündigt werden. Ein Konto kann von 5 verschiedenen Personen auf 5 verschiedenen Geräten gleichzeitig benutzt werden. Das bedeutet, wenn du ein Abonnement abschließt, dann kannst nicht nur du das benutzen, sondern 4 weitere Personen können das Ganze ebenfalls benutzen. Readly ist der perfekte Begleiter im Bus, in der Bahn oder im Flugzeug, weil du deine Lieblingstitel herunterladen und lesen kannst. Das bedeutet, du brauchst keine Internetverbindung, wenn du deine Titel heruntergeladen hast, um sie anschließend lesen zu können. Aber wie gesagt, weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt werde ich euch, wie versprochen, mal den Kantenanleimer zeigen. Das ist ein ganz schön großes Teil. Und hoffentlich funktioniert er gut, weil ich habe jetzt Lust, ein paar Kanten auf die einzelnen Teile zu packen. Und damit geht es jetzt weiter. Mal mich sehen durch die Scheibe oder spiegelt das zu sehr? Hallo. Alter, was ein Kuddelmuddel. 2 Tage sind vergangen, weil ich an dem Anleimer rumgeschraubt habe, dass er richtig funktioniert. Ich zeige es euch einmal. Ist ein bisschen bitter. Das hier ist der neue Kantenanleimer, der ist 3,80 Meter lang und der steht jetzt noch hier, weil der soll bald hier hinkommen, wo mein alter Anleimer steht. Nur ihr hört, der alte Anleimer läuft gerade und leider muss ich auch jetzt weitermachen mit dem alten Anleimer, weil vom neuen Anleimer, da gab es, also ich habe den gekauft und ich wusste, der war komplett verstellt. Ich habe jetzt schon ungefähr 7, 8, 9 Stunden dran rumgeschraubt, dass das alles wieder passt. Also das hier ist der neue Kantenanleimer.
Ganz schön großer Motor. Ganz schön großer Motor. Die waren verstellt. Das ist ein Schwabbelaggregat. Dann geht es hier direkt weiter. Das ist unsere Schaltzentrale. Vorschub, Abkapp, Sägen. Die kann ich im Moment noch nicht benutzen, weil mein Kompressor nicht genug Volumen hat. ABS-Kanten, Bündigfräsaggregate, Echtholz-Bündigfräsaggregate, Schwabbelaggregate. Man hat zwei Temperaturen, das heißt einmal die Konstante vorne an der Düse und einmal den Schmelzkleber, die Temperatur. Das hier sind die Patronen. Die macht man einfach hier rein, plopp, und das ist dann der Schmelzkleber. Da sind schon ein paar Versuche und da auf dem Boden sind noch ein paar weitere Tester. Ihr könnt euch vorstellen, jedes von diesen Stücken, alle vier Seiten, habe ich ungefähr fünfmal angeleimt, weil ich verschiedene Dinge eingestellt habe. Wieso habe ich den Anleimer gekauft? Ganz einfach, weil ich von der Person schon mal Maschinen gekauft habe und die halt einfach nicht schlecht waren. Und die da muss einfach nur richtig gut eingestellt werden. Das braucht seine Zeit, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe bis jetzt ungefähr zwei Tage dran rumgeschraubt, immer so drei, vier Stunden. Und das wird jetzt auch noch nicht zu Ende sein. Und der nächste Grund ist einfach, dass die Kanten, die da rauskommen, fertig sind. Da muss man nichts mehr nachbearbeiten. Das ist bei diesem Anleimer hier schon der Fall. Die werden aber auch richtig gut, die Kanten. So sehen die Kanten aus, wenn sie rauskommen. Wir haben noch minimal Dreck dran. Aber das ist noch eine Reinigungssache. Hier diesen Fehler, den habe ich jetzt auch ausgemerzt. Das heißt, so wie diese Kante hier aussieht, so kommen die raus. Problem ist jetzt natürlich noch, dass man hier einen weißen Strich sieht. Einen ganz, ganz feinen weißen Strich. Das liegt daran, dass ich einen anderen Schmelzkleber noch verwenden werde, der entweder transparent oder schwarz ist. Dann sollte das hier nicht mehr so auffallen. Aber ansonsten, so kommen sie raus, bin ich total glücklich mit dem Ergebnis und vor allen Dingen halten die auch echt sehr, sehr gut. Ich habe den Plan vor mir liegen. Ich werde jetzt einfach mal alles mit Flachtübeln verbinden. Ich werde jetzt einfach direkt nach dem Plan vorgehen. Die wichtigste Schublade oder das wichtigste Fach ist auch nur hier in der Mitte. Das sollte ziemlich genau sein, weil da halt eben die Schubkästen reinkommen. Und das wäre blöd, weil die sind auch schon zugeschnitten. Deswegen schaue ich, dass die ganzen Maße passen. Links und rechts, die Kanten, die sind eigentlich am schwierigsten zu fräsen mit der Flachtübelfräse, weil wir haben da nicht viel Auflage. Vielleicht, ich habe hier ein Stück daneben gelegen. Meine Werkbank ist nicht perfekt plan, deswegen erschwert das Ganze hier das ein bisschen. Das heißt, ich habe die Platte hier dagegen gelegen, habe die Stellen gefräst, so wie ich es jetzt auch bei den nächsten Stellen machen werde. Die Platte steht hier irgendwo mitten im Korpus. Irgendwo sind bei mir 1038 mm und die Kante messe ich mir jetzt einfach aus und klappe gleich auf diese Kante mit der linken Seite bündig das Ganze dann rum und habe dann im Prinzip, wenn ich dort meine Fräsung setze, die perfekte Stelle, wo das Ganze auch hinkommen muss. 1,38 Meter. Also die Kante markieren wir uns einmal. 103,8 Meter. Also 103,8 Meter. Hier kann man auch kontrollieren, inwiefern der Korpus hier rechtwinklig ist, denn ich werde das oben jetzt auch noch anzeichnen. Wenn die Punkte gleich übereintreffen, dann ist unsere Platte rechtwinklig. 1,38 Meter. Ja. Man muss immer schauen, wo man die Maße hingesetzt hat. Links oder rechtsbündig. Bei mir ist linksbündig, also klappt was nach links, damit dann die linke Kante später an der Stelle auch steht. Macht das Sinn? Ich hoffe. Ich habe gerade angesprochen, das Ganze muss, ja, inwiefern das rechtwinklig ist. Ich sage es nur, weil mir ist tatsächlich, nachdem ich alles zugeschnitten habe, ein kleiner Fehler aufgefallen. Wobei es auch hier wieder, ihr merkt, das sind alles Tester für mich selbst. Das ist auch hier wieder ein guter Tester. Inwiefern dieses Spiel bei diesen großen Maßen, das sind ja große Längen, inwiefern das überhaupt da noch auffällt. Deswegen habe ich es jetzt drin gelassen, weil ich sowieso kein Material mehr gehabt hätte. Und der unsaubere Schnitt ist auf der hinten der Seite. Das sieht man später nur noch, weil hinten die Kante nicht bündig ist. Sieht man dann aber auch nicht mehr. Jetzt kommen hier natürlich noch Versteifungen rein. Das war einmal die Fräsung, weil hinten kommt das Stück senkrecht dran, vorne kommt das Stück horizontal dran, also müssen wir die Platte jetzt einmal drehen. Diese Seite hat jetzt noch die Eigenheit, dass hier Schubläden reinkommen, deswegen werden wir jetzt einmal die Auszüge montieren. Auszüge montieren hat mich früher mal ultra verwirrt.
Aber hier mal ein kleines Beispiel, eine kleine Zeichnung. Das hier ist eine Schublade, das hier ist eine Schublade und hier haben wir zwei kleine Schubladen. Theoretisch ist es egal, wo der Auszug ist. Natürlich ist es besser, wenn der weiter oben ist. Deswegen habe ich von oben 50 mm Abstand geplant. Und das habe ich meinem Zeichnungsprogramm, das ist SketchUp, habe ich das einfach gezeichnet und habe mir jetzt einfach hier die Maße aufgeschrieben. Das bedeutet, ich habe jetzt das Maß von unten bis oben für meinen Korpus Innenseite, wo der Auszug mittig hin muss. Mittig auch gut, weil dann können wir immer sehen, okay, sind wir mit unserem Auszug mit den Bohrlöchern genau auf der Linie. Das heißt, das hier ist jetzt schon mal kein Problem, das festzuschrauben. Ich lasse hier auch mittlerweile 1 mm Spiel in der Breite von der Schublade. Wenn wir also 40 cm Breite haben, dann mache ich die Korpus nur 13,9, weil es besser ist, wenn sie ein bisschen nach innen gezogen werden, die Auszüge, als wenn sie pressen, dann laufen die mir so gut. Das können wir jetzt also einmal markieren. Kleiner Tipp, fangt von oben nach unten an, weil dann habt ihr immer eine Stelle, wo ihr euren Winkel noch anlegen könnt. Das ist mir selbst gerade auch einmal passiert. Wenn ihr von unten nach oben anfängt, dann ist es bei schmalen Auszügen so, dass ihr euren Winkel nämlich richtig dagegen legen könnt. Wenn ihr dann später dieses Maß auch in eure Schubladen packt, dann habt ihr genau das, was man vorher geplant habt. Und dann ist das auch nämlich so ein riesen Hexenwerk. Wichtig ist natürlich, dass alles einigermaßen passgenau zugeschnitten ist. Wenn das nicht stimmt, dann wird es nämlich schwierig. 24,6, dann 54,1, 65,1. Und der letzte Punkt ist 76,1. Wenn euch solche krummen Zahlen so ein bisschen irritieren oder euch abschrecken, seht es nicht als krumme Zahl, seht es einfach als Zahl. Es ist ganz egal, ob 76,1 oder 76,4. Ob ihr es jetzt 76,4 anzeichnet oder auf runde 75, spielt eigentlich keine Rolle, weil ihr müsst bei beiden Maßeinheiten oder bei beiden Größen, eher gesagt, müsst ihr immer richtig anzeichnen. Einen Auszug nehme ich mir jetzt und lege es einfach mit meinem Winkel auf den Strich mittig. Wir sind im Lager angekommen. Neben mir seht ihr meine bescheidene Küche, so wie sie bis jetzt mal aussieht. Für euch mal als grobe Übersicht. Hier links kommt ja der Kühlschrank rein. Das bedeutet, hier muss eigentlich nicht mehr so viel passieren. Hier will ich natürlich noch ein paar Blenden herstellen. Und hier will ich noch eine große Klappe herstellen, die man dann halt eben so öffnen kann. Da kommt ein kleiner Mülleimer unten rein. Der 5-Liter-Boiler kommt hier rein. Und das Ganze werde ich aus 35 mm Blockware Buche herstellen. Und außerdem müssen wir auch oben noch eine Arbeitsplatte herstellen, also schneiden wir jetzt einiges an Massivholz zu. Also die Bohle hier hole ich jetzt per Hand, weil die sind nicht so schwer. Der Längsanschlag, also hier dieses Teil, der muss jetzt demontiert werden, weil ich sonst nicht genug Schnittlänge habe. Also so 2 Meter ist wirklich das absolute Maximum, was ich schneiden kann. Und ich will meinen Rohling 2 Meter lang machen.
jetzt gibt es mal ein bisschen Input, wie das so funktioniert mit dem Abrichten. Jetzt geht es aber nicht um diese kurzen Teile, weil da ist das Ganze relativ simpel, das abzurichten. Nehmen, so lange über die Abrichte schieben, bis wir halt eben keine Sägerauen und Spuren mehr sehen. Und dann ist das Ganze in der Regel plan. Ich hole jetzt aber mal einen Teil von der Arbeitsfläche. Und wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann sehen wir, dass wir hier ein paar Bögen drin haben. Das ist ganz normal, wenn man so eine lange Länge hat, dann kann das durchaus vorkommen, dass wir halt eben so ein paar Rundungen in unserem Holz haben. Das ist nicht wirklich weiter schlimm. Man sollte nur eine Sache beachten, wenn man das Ganze abrichtet. In dem Fall ist es nämlich zu empfehlen, dass wir das Teil nicht nur stumpf über die Abrichte schieben. Normalerweise nehmen wir unser Holz und schieben es über die Abrichte, aber da fällt uns hier relativ schnell eine Sache halt eben auf. Da sehen wir, dass wir hier schon eine sehr, sehr große Lücke haben. Deswegen macht es ja eigentlich viel mehr Sinn, wenn wir als erstes hier ein bisschen mehr abrichten, auf der Seite. Dann am Schluss ganz hinten und dann einmal, wenn wir da uns so ein bisschen rangetastet haben, einmal die komplette Länge. Ich werde euch das jetzt einmal zeigen. Wie gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich mir von einem Schreinerkollegen abgeschaut. Der hat das nämlich einmal bei mir so gemacht, als wir eine Treppe gebaut haben. Und ich weiß, es gilt in Deutschland die Meisterpflicht. Ich baue hier drin keine Möbel und verkaufe die auch nicht. Wir haben hier einfach eine Treppe gebaut, weil ein Kollege gefragt hat, ey, können wir für meinen Part eine Treppe bei dir bauen? Und ich so, okay, komm, ich habe Lust auf das Projekt, dann kann ich ein bisschen dazulernen. Und das da habe ich nämlich währenddessen gelernt, weil so eine Treppenwange, die ist gut und gerne mal 3 Meter lang. Und da haben wir das genauso gemacht. Wir werden jetzt einmal das Teil abrichten. Wir haben hier einen großen Riss, da werde ich mal was ausprobieren. Ich hoffe, dass das funktioniert, denn Versuch macht klug. Das ist normaler Autospachtel, den ich da jetzt mal reinballer. Ich bin mal gespannt, ob das gut funktioniert. Ach, wissen wir, ich wollte ein bisschen Material sparen und nicht eingefärbten Spachtel reinmachen. Ich glaube, das wird mir sowas zum Verhängnis. Naja, das Tolle lassen wir jetzt erstmal inziehen, dann gucken wir mal, ob das jetzt gut oder scheiße war. Einmal Küchenarbeitsoberfläche rüber eben. Viel Zeit ist mal wieder vergangen, weil das alles jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat. Aber als nächstes können wir jetzt mal unsere Küchenarbeitsoberfläche ausschneiden. Ich habe mir auch extra hier eine 1 zu 1 Schablone hergestellt. Jetzt haben wir schon das erste Problem, die ist irgendwie rund hier hin. Aber bin ich froh, wenn das Projekt doch abgeschlossen ist. Das hat alles viel zu lang gedauert. Ich zeige euch gleich die Schnitte, wenn ich das Ding ablenke. Weil das eine Oberfläche ist, wo relativ oft Wasser draufkommen wird, ist hier die Oberflächenvorbehandlung sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, mit 120 Schleifen, mit 180 Schleifen wässern, trocknen lassen mit 240 Schleifen und dann einmal das Kontraholz finish aufreiben und dann nochmal abreiben. Jetzt kann ich einfach ein bisschen Wasser nehmen und packe das hier einmal die Oberfläche und dann sehen wir auch schon so ein bisschen, wie die Farbe von der Buche rauskommt. Und man merkt auch jetzt schon direkt, dass das Ganze sehr rau wird. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das sind die Fasern, die wir dann gleich wieder
bündig schleifen können. Ich habe die Oberfläche jetzt fertig geschliffen. Nochmal mit 240 und jetzt kann da halt eben das Finish drauf. So. Ich nehme da jetzt, weil die ein bisschen leerer schon ist, die Dose, als mal ein bisschen was mit dem Lappen raus und verteile das Ganze jetzt mit einem Spatel, dann geht es ein bisschen schneller. Und hinten am Spülbecken gibt es noch eine kleine Information oder einen Hinweis. Und zwar solltet ihr hier, wenn ihr das Spülbecken einklebt, natürlich ein bisschen was abkleben, dass hier kein Finish draufkommt, weil sonst hält ihr das Silikon später nicht mehr. Ich habe hier einfach einen Autospachtel benutzt, um das Ganze auszuspachteln, weil ich nichts anderes da hatte. Und schaut mal, wie gut das auch hier an der Stelle aussieht. Das heißt, auch an so einer Stelle könnt ihr das Kontraholz-Holz-Finish sehr, sehr gut benutzen. Funktioniert auch bei Epoxy. Jetzt noch einmal dem Lappen einmassieren. Und dann war es das auch gleich schon. Ja, das Ding ist drin, ne? So Leute, es gab ein paar Handyvideos zwischenzeitlich. Jetzt werden wir final die Küche miteinander fügen mit allen Blenden. Sorry, es war jetzt doch viel, viel mehr Arbeit als gedacht. Ich werde gleich ein paar Worte zu sagen. Aber ich will jetzt als erstes unbedingt die Teile festmachen, damit das mal abgeschlossen ist. Geiler Scheiß. Naja, geil. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin, endlich sagen zu können, dass die Küche fast fertig ist. Sie ist fast fertig. Ich warte noch oben auf die Armatur. Hier ein kleiner Tipp. Es gibt Hochdruck- und Niederdruck-Armaturen und auch Boiler bzw. Anschlüsse. Da müsst ihr auch drauf achten. Nicht so wie ich. Ich habe die falsche Armatur bestellt. Aber alles funktioniert und ist jetzt doch besser geworden, als ich gedacht habe. Ich war nicht so ganz zufrieden mit den Spanplatten. Aber das funktioniert jetzt doch alles sehr, sehr gut. Hier alles schön aus Massivholz, schön aus Softgloss. Jetzt gibt es nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen oder auch ein paar größere Dinge, damit die Drechselkurse endlich stattfinden können. Denn ich möchte, wie gesagt, dass wenn meine Kursteilnehmer in meiner Werkstatt sind, dass sie auch wirklich sagen, oh, da war ich gerne und da soll auch eine schöne Küche stehen. Und alles soll wirklich einfach manierlich aussehen. Das ist mir in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Und deswegen dauert es auch leider noch ein bisschen länger mit den Kursen. Aber das hier war einer von vielen Schritten. Würde ich sagen, geht's direkt mit dem nächsten weiter. Ich habe 3 Wochen für die Küche gebraucht. Nicht, weil das so viel Arbeit war, sondern einfach, weil so viel Gedöns dazwischen gekommen ist. Der Anleimer hat nicht richtig funktioniert. Das hat ja schon 2 Tage gekostet. Und noch viel, viel anderes Zeug ist dazwischen passiert. Meine Hose zum Beispiel auch derzeit voll dreckig, weil wir zum Beispiel noch parallel den Außenstand pflastern. Also sehr, sehr viel Arbeit im Moment. Und deswegen bin ich ultimativ glücklich, dass die Küche jetzt endlich drin steht. Schön. Und jetzt tschüss.